Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schuhplus Teleshop. Schön, dass Sie da sind. Katrin, schön, dass du auch da bist. Moin. Es scheiden sich... Moin passt eigentlich für das Hanseatische, genau, und das Norddeutsche. Es scheiden sich ja manchmal die Geister, ob man diese Schuhart, die du mitgebracht hast, ob man die Mokassins nennt, ob das Bootsschuhe sind, ob es Slipper sind. Da hat so jeder so ein bisschen seinen eigenen Geschmack. So oder so hast du traumhafte Schuhe von Timberland heute mitgebracht. Das sind richtige Highlights. Also fangen wir mal an mit Mokassin. Guck mal, wir haben drei Schuhe, dann können wir einmal sagen Mokassin, einmal Slipper, einmal Bootschuhe. Damit wir politisch korrekt so sind. Ne? Genau, dann haben wir alles einmal. MWD quasi sozusagen. Sozusagen. Ja. Fangen wir mit dem blauen sozusagen fangen an. Ich sage noch schnell die Artikelnummer, das ist die 21280. So, jetzt bist du dran. Genau, also hier haben wir einen klassischen Slipper, hatte ich gesagt, ne? Ja. Mit einer ganz tollen Naht. Also das hat Timberland sich wirklich hervorragend ausgedacht. Das ist nice, schön. Und mit diesen dicken Schnürsenkeln, was ich ja persönlich total cool finde, ne? Weil das gibt nochmal so ein ganz anderes Design hier mit den dicken, sag das Wort? Ösen. Ja, Ösen. Ich bin so froh, dass ich diesmal auf Knopfdruck liefern konnte. Ne? Das ist immer so eine Anspannung auch für mich, weil bei dir muss man ja auf Knopfdruck auch liefern, wenn du das, ne? Ja, genau. Nenn das Wort Ösen, sehr gut. Aber auch schön, wie du gesagt hast, dass die Bänder einfach auch wird, dass so dieses Maritime, ne? Genau. Was da verwendet wird immer. Ne? Deswegen vielleicht auch der Bootsschuh, so wie es ja auch genannt wird. Also mega cool. Ne? Stellt euch vor, ihr seid in Bermuda-Shorts. Wo auch immer. Ohne Socken. Also kann ich sehr empfehlen, diese Dinger ohne Socken tragen. Ja. Oder wenn, dann Stil echt mit Tennissocken bis zum Anschlag. Also aber wenn, dann richtig Stil oder noch richtig. So, wir wechseln jetzt mal das Modell. Das nehme ich jetzt mal in die Hand. Und zwar das Modell in Braun mit der Artikelnummer, muss ich ablesen. 21281 ist das nämlich. Ebenfalls im Preis von 144,16 € in den Größen 46 bis 50. Und Katrin, auch dieses Modell ist wirklich besonders. Genau, jetzt sind wir ja beim Bootsschuh, glaube ich. Ja. Ne? Eben hatten wir Slipper. Sozusagen. Also diese Bootsschuhe für Herren sind aus hochwertigem Leder und traditionell handgearbeitet und wirklich haben einen ganz klassischen Look. Ne? Wir haben hier eine EVA-Einlage. Ja. Die wirkt polsternd und stoßdämpfend gleichzeitig und hat ein Poron-Schaumstoff im Vorderfußraum. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist im vorderen Bereich, genau, das ist verarbeitet. Sehr, sehr gut, sehr wichtig. Wir haben ein hochwertiges Vollnarbenleder hier. Ja, ja. Also auch farblich, ne, von dem Braun, das ist ja schon, sieht man ja schon, dass es ein hochwertiges Leder ist. Also aus einer LWG-geprüften Gerberei, die haben ein Prädikat. Und Timberland, na, auch ganz, ganz wichtig immer und wirklich bei allen Schuhen, die arbeiten ressourcenschonend. Ja. Das heißt mit Wasser, Energie, Abfallbewirtschaftung, allem drum und dran. Ganz wichtig. Timberland ist da ganz weit vorne. Also die Qualität ist wirklich außerordentlich, das muss man einfach sagen. Diese Modelle, die sind wirklich sehr schön gearbeitet. Man kann ja teilweise auch Qualität einfach nur fühlen, wenn man ein Produkt in die Hand nimmt. Und hier spürt man förmlich diese hohe Qualität, die Timberland hier abgeliefert hat. Und es kommt auch gleichzeitig so dieser Geruch auch gerade von diesem hochwertigen Leder, was du sagtest. Also da muss man sich nicht anstrengen, man riecht es dann automatisch sofort. Und auch hier bei diesem Modell, ich glaube, wir springen jetzt einmal zu, ach, du hast es auch schon. Ich habe schon, Orange heißt es offiziell, glaube ich. Orange heißt es. Mit der Artikelnummer, wo habe ich denn das? Da, 21282, ebenfalls auch in den Größen 46 bis 50 zum Preis von 144,16 €. Aber auch da, die Sohle setzt sich besonders schick dann auch ab durch das Weiße. Ne? Ja, erstmal finde ich, würde ich es vielleicht gar nicht orange nennen, sondern eher so hellbraun. Mhm. Aber das ist ja auch so Geschmackssache. Und jetzt haben wir hier, natürlich sieht man ganz deutlich nochmal die weiße Sohle darunter, die, wie ich finde, hervorragend wieder zu der Naht passt. Was auch immer. Sind wir jetzt beim Mokassin namentlich? Och, das können wir, glaube ich, jetzt halten, wie immer wir wollen. Also auf jeden Fall sind das Lachen... Das Lachen war jetzt. Schade, wenn sowas dann live ist und man dann. Aber das bisschen ein bisschen Psycholachen auf jeden Fall. Das liegt daran, weil natürlich diese wunderschönen Schuhe dich einfach überfrauen, sozusagen, weil du sagst, wie schön ist denn das eigentlich? Aber übrigens auch, das ist ja auch gerade bei der Schuhmode immer wieder sehr schön auch zu sehen. Wenn man gesagt hat, früher war das so ein Modell, was typisch eher so vielleicht Männer vom Alter etwas überhalb der, was sagen wir jetzt mal, 50, 60 vielleicht getragen haben, das tragen junge Kerle heute, ne? Ja, ganz viel. Also stylisch mit
Guck mal, jetzt Bermuda-Shorts hatten wir ja vorhin schon. So ein Polohemd. Lässig ein Pullover. So durch. Stimmt, so ein bisschen. Oder halt, wenn man es sich erlauben kann, ein bisschen Tennis-like, wollte ich gerade sagen, so den hier. Also ist dann schon schick. Also da ist man, hat man so eine sehr schöne urbane, mein neues Lieblingswort, hat man so richtig schönen, coolen, urbanen Style, den man mit Timberland auf jeden Fall ganz hervorragend zum Ausdruck bringen kann. Wer jetzt sagt, hervorragende, tolle Modelle, sagen wir natürlich Gratulation und sagen einkaufen auf jeden Fall, weil wir gar nicht mehr allzu viele Modelle von diesen hier von Timberland haben. Generell haben wir aber natürlich ganz viel von Timberland noch auf unserer Webseite. Dort einfach mal schauen auf schuhplus.com. Dort wird man natürlich auch ein paar von diesen dann noch erwischen und erhaschen können. Und generell haben wir dort eine große Auswahl an Timberland-Schuhen. Da lohnt es sich also mal ein bisschen dann auch zu stöbern und zu schauen, was es alles gibt in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, mega. Am besten, meine Herren, alle drei kaufen. So habe ich eine wunderbare Kombinationsmöglichkeit mit den verschiedenen Farben. Ne? Passt zu allem. Jeder einzelne Schuh passt zu verschiedenen Outfits. Also lohnt sich. Sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen auch, wie Katrin das schon gerade gesagt hatte, ob man jetzt sagt, man nimmt es dann für den sportiven Charakter, kurze Hose. Aber natürlich auch ganz klassisch jetzt zum Beispiel dieses Modell oder der jetzt hier zum dunklen Anzug dazu. Das kann man natürlich sehr schön dann auch kombinieren, wenn man jetzt zum Beispiel auf Krawatte dann auch verzichtet, Hemd ein bisschen offen. Das hat dann so einen sportiven Charakter. Das ist richtig schön, oder? Oder? Ja, also ich finde es super. Hast du sonst noch was zu sagen? Ansonsten gucke ich mal, sind wir auch so langsam durch, glaube ich, für heute sind wir, ne? So, Katrin, tolle Modelle, die du ausgesucht hast. Vielen Dank dafür. Und wir sagen natürlich herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.